Ich musste heute von Köln nach Frankfurt zurückfahren und Leute, diese Zugfahrt war der Horror. Ich hatte die ganze Zeit so Kopfschmerzen, weil ich in der Nacht irgendwie nur 4 Stunden geschlafen hatte und so. Und ich habe das so krass gemerkt, wie mir dieser Schlaf fehlt. Ich bin aber auch so ein Mensch, ich kann während einer Zugfahrt halt einfach nicht schlafen, ne? Und da musste ich diese ganzen Treppen da hochlaufen. Es war so anstrengend. Und meine Bahn hatte auch noch Verspätung. Der Bus ist einfach auch nicht gekommen, aber das kennt man ja an Deutschland. Dann habe ich ein Taxi nach Hause genommen, das war aber auch nicht mehr so weit. Und dann war ich endlich zu Hause. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich war. Nicht mal während meiner Abi-Phase war ich so fertig mit den Nerven, ne? Ich bin dann einfach nur noch ins Bett gegangen, obwohl es irgendwie erst 5 Uhr war oder so. Ist mir egal. Gute Nacht, Leute. Ich hoffe, morgen habe ich keine Schmerzen mehr.